Warte, seid nicht dein Hype. Ich hatte noch nie einen Hype, Bro. Bei mir ist es immer gleich, ich habe keinen Hype, gar nichts. Wenn ich Hype haben wollen würde, dann würde ich auf Immortal gehen und hätte nicht über den Server schon 200 schlechte Sachen gesagt. Kleinen Hype musst du schon gehabt haben. Nein, Bruder, ich hatte keinen Hype, ich hatte nie einen Hype. Einfach mein Content gemacht. Bei mir ist es auch nicht so schlagartig auf einem Schlag hoch. Weißt du, ich habe so. Leute kamen immer so langsam dazu bei mir. Ich habe nicht Hypes gehabt, sondern ich habe es immer mit eigenem Content einfach, mit eigener Kraft immer gemacht. Grüß dich, Herr Officer. Wie geht's uns denn heute? Herr Officer, kannst du reden oder hast du den Schwanzschwein im Mund? Oh, sorry, alles gut bei dir? Ja. Was ist denn Und? da? Abflug, du Bitch. Ach, der Funk. Vergessen reinzugehen. Funkcheck? Keiner da. Jetzt mal Real Talk. Stellt euch mal vor, GTA Rockstar soll selber einen RP-Server machen und programmieren. Alter, wie krank wäre das? Also mit ihrer Programmierung meine ich, wie realistisch die das machen könnten alles. Ist ja voll krass. Aber das würde niemals passieren. Ihr müsst euch mal was fragen. RP ist eine coole Erfindung, keine Frage. Aber warum übernimmt das Rockstar eigentlich nicht, das auch zu machen? Weil die wissen, dass das sich nicht lohnt, weil das irgendwie Muck ist. Ich finde, RP ist etwas, das ist schwer, bisschen zu handeln, so ein bisschen mit Support, dies, das und so. Das ist alles viel zu viel Kopfgeficke, was sie sich niemals antun würden. Ist halt absurd. Warum sollten die sich die Zeit verschwenden das ist das gleiche Prinzip wie bei mir, warum ich keine RP-Server haben will. Warum soll ich meine Zeit damit verschwenden, dass irgendwelche Leute in einem Spiel irgendwelche Regeln einhalten sollen, die voll Mucht sind so. Also was heißt Mucht, die so Dinge sind, also, keine Ahnung, so komisch. Auf dem Boden nicht reden, dies, das und so, so ein bisschen Fremdscham sind. Und das denken sie sich wahrscheinlich genauso. Wobei, der ist immer noch hier am Liegen. Upsa, Leschen. Ich Instagram benutze? Ah, ne. Ich finde manche Menschen auch voll unverschämt, Bro. Guck mal. Ich gebe euch ein Beispiel. So ein Typ, der hat mir mal auf Instagram geschrieben. Keine Ahnung, der hat jeden Tag geschrieben, Tag 1 bis Samo mir antwortet und so. Ne? Und ich habe dem nach dem ersten Tag direkt geantwortet, weil ich mir dachte, ich lag so im Bett, habe die Nachricht gelesen und so. Ich dachte mir, der Arme soll nicht jeden Tag unnötig eine Nachricht schreiben. Ich antworte ihm einfach mal einmal. Da habe ich ihm direkt instant nach seiner ersten Antwort schon antwortet. Und dann schreibt er einfach, ich muss mir ein neues Konzept suchen. Und jetzt schreibt er einen Tag 1 bis Samo mit mir Gambo macht. Da habe ich halt gemerkt, Bro, scheiß drauf. Also, du reißt dir den Finger, dann will er meinen Penis. Ich dachte, ich antworte mal korrekt, Alter. Und der jetzt schreibt jetzt plötzlich so, Alter. Und dann, wenn ich da mit dem Gambo mache und was danach, ist Tag 1 wie Samo mir meinen Penis leckt oder was? Ja, damn. Ich werde Sie beim PD melden, das habe ich gerade gesehen. Dienstnummer. Hallo! Was ist das? Was ist denn los? Ja, er hat meinen Wagen geklaut hier. Ja, beschlagnahmt. Ist einfach schusssicher. Samu, ich grüße Khan, Erin, Dominik und. Aus dem Weg. Da ist die Tür futsch. Beschädigung des Eigentums, sofort die Hände, was soll das? Warum beschädigst du irgendein Eigentum, Pornobart? Pornobart, was soll das? Was sagst du zu deiner Verteidigung? Was willst du? Weiterfahren. Gibt's hier ein Problem? Gibt's hier ein Problem? Ein Problem gibt's! Verprügel beide! Ich kümmere mich darum, dass sie. Oh, verdammte Scheiße. Hey! Hey, was soll das hier? Achtung, was ist denn hier los? Da haben wir wohl keine andere Wahl. Hände hoch! Boden! Los! Weg hier, Abstand! Alle weg hier! Verdammte Scheiße, Mann. Weg hier! Abstand! Weiterfahren sofort! Alle weiterfahren! Wir müssen hier abrücken. Wir müssen hier abrücken sofort. Aussteigen, aussteigen, Alter, komm jetzt aussteigen, mal raus, ich pack mal aussteigen! aus jetzt mal! Aussteigen sofort! Du hast der Karre raus, Alter! Herr Kollege, können Sie mal zu 9144 kommen? Sie haben hier ein Auto geklaut. Oder beschlagnahmt, besser gesagt. Ja, was ist denn los? Ist das Ihr Auto? Das ist mein Fahrzeug. Kollege, erzähl mir mal, warum beschlagnahmst du mein Fahrzeug? Mit welcher Begründung? Das Auto wird beschlagnahmt, weil hier sich eben zwei Täter drin befunden Hallo? haben, die Fahrerflucht begangen haben. Das Auto wurde mir gerade vom PD geklaut. Keine Ahnung, wer das war. Ich stand gerade vom PD, ist Ich einer repariere das eingestiegen, zack. Auto. Ich danke vielmals.
So, wir entschuldigen uns, das war ein Notfall, wie der Kollege gesagt hat. Nein, 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 diese Kollegen haben, die sind dafür selber verantwortlich, wenn die zu blöd sind, ihr Auto zu kontrollieren. Wenn sie es geben und so, wenn nicht. Wen nennen sie denn hier gerade so blöd, Alter? Ey, was ist denn los mit dir? Ich hab dir doch gerade gesagt, es wurde vom PD geklaut. Okay, einen Moment. Jetzt kommst du mir so, hä? Hab ich gar kein Problem mit. Einen Moment. Auto beschlagnahmt. Ach, du bist so ein Held, bist du, Digga. Du sollst echt einen Orden kriegen, solltest du wirklich. Du bist so ein geiler Typ. Widerstand gegen die Staatsgemacht! Hände hoch, sofort! Ruhig. Hände hoch! Alle Hände hoch! Hände hoch. Ey, Angelo, bist du da? So redest du aber nicht mit einem Officer. Hände hoch. Mach die Hände hoch, du Haufen Scheiße. Leute, wenn der Haufen Scheiße ist, Digga, kein Problem, Digga. Kein Problem. Einmal. Hände hoch, du Haufen Scheiße. Komm, schieß mir noch einen Kopf, Hände hoch, du Haufen Scheiße. Du bist ein ganz toller. Hände hoch, sofort! Was hast du nochmal deine Scheiße abgekommen? So eine Homebus-Karte! Hände hoch, sofort! Ruhig! Du Scheiße, Alter! Mach die Hände hoch! Ruhig! Ich mach einen Scheiß hoch, da knall mich ab, Digga! Los, mach das! Du Haufen Scheiße! Festnehmen. Komm, mach es! Nicht abknallen! Komm, schnell den Kopf, du Haufen Scheiße! Mach es! Messer, kriegst du jetzt in den Arsch! Lauf mal! Wohin denn, mein Messer? Aussteigen sofort. Aussteigen, aber ganz blödchen Karötchen. So, Hände hoch. So, sind festgenommen. Was hab ich denn gemacht? Ans Auto. Kollegen, das Ganze ist ein bisschen ausgeartet. Wir müssen schnell die Leiche mitnehmen und das Ganze vertuschen. Ja, das schnell. Müssen wir sofort. Packt ihn sofort ein. Ich nehme eine Leiche. Der Kollege nimmt eine Leiche. Beeilt euch, bevor die Leute hier das mitbekommen. Ich will ja nichts sagen, aber das ist doch gerade wirklich lächerlich, oder? Was denkt ihr eigentlich, wer ihr seid? Schnell! So. Feste den! Ich werde euch mal beibringen, wie ihr zu reden habt mit einem Officer. Ihr könnt euch trotzdem keine Sachen erlauben, die gar nichts du mit der Sache zu tun haben. Du hältst die Fresse, Funkstelle. Ach komm, halt's mal. Ich stecke meinen Penis in deinen Rachen, hast du mich gehört? Das als Polizist, ja, so ganz ehrlich. Ja, das als Polizist. Ich zeig dir mal, was ein Polizist in der Lage ist. Habt ihr Koks oder so dabei? Dann schmuggeln wir was runter und dann schmeißen wir in den Knast. Tatsächlich habe ich Koks dabei. Hast du dabei? Okay, Waffe. Perfekt. Leute, das geht tatsächlich zu weit, ne? Also irgendwo hinter Spaß drauf. Ich weiß nicht, ob der Waffen dabei hat. Keine Sorge, ja, passt schon. Die Langwaffe schmuggel ich den auch noch runter. Wir können ein bisschen Koks zuschicken. Volles Paket, ja? Ich zeig mal, wie du mit deinem Waffe umzugehen hast. Ach du Kacke. Oh. Was haben wir denn da gemacht, Herr Kollege? Geht ja mal gar nicht. So. Wie ein König eingebracht, muss ich ehrlich sagen. Natürlich, was hängst du ja von mir? Einmal aus dem Auto holen, Kollege. Das ist ein Verbrecher. Der Kollege hat hier zwei seiner Mitstreiter gnadenlos umgebracht. Deine eigenen zwei Kollegen gnadenlos abgestochen. Was sind die denn für ein Mensch? Inklusive lächerlich Koks haben wir bei ihm gefunden. Lächerlich, Seth. Einfach nur lächerlich. Ja, Koks. Ja. So, nehmen Sie ihn mal mit. Stehen bleiben. Sofort stehen bleiben, sonst werde ich ungemütlich. Das wollen wir ja nicht. Stehen bleiben. Nimmt ihr mit. Sofort. Stehen bleiben. Fesselt der und nimmt ihr mit. Rein hier. Schnell. So, schließ die Tür, komm mit. So, du kannst dich entfernen, ich mach den Rest mit meinen Kollegen. Warum habe ich gerade 1 Gramm Kokain von Coco Belly bekommen? Den Rest, was redest du? Ich habe gerade 1 Gramm Kokain von Coco Belly bekommen. Was soll das? Ist mir einfach was untergeschmuggelt? Moment, Herr Officer, Sie können nach oben, ja, wir klären das. Ja, so, mein Bester. Also Jungs, ich sage euch ganz ehrlich, das ist Verleugnung, gegen einen Officer. Also Jungs, ganz ehrlich. Und dann noch Lügen. Ich verstehe. So, dann schauen wir mal. Ihr seid die dreckigsten Menschen, die ich bis jetzt gesehen habe. Dann schauen wir mal, was du zu Schulden kommen lassen hast. Also, hier auf ihrer schönen Weste steht, sind sie ein Mitglied der Hells Angels. Also, ich weiß nicht, wer hier so dreckig ist. Mit deiner scheiß Kutte, denkst du, du wärst was, hm? Denkst du, du könntest so mit deinem Officer reden, nur weil du einen scheiß Wagen hast, hm? Denkst du, du wärst was, du Haufen Scheiße? Ein Nichts bist du, du Haufen Dreck. So, entfesseln den in die Zelle rein. Wir lassen den Scheiße fressen. Du wirst gleich Scheiße fressen, hast du mich gehört? Deine Kutte schiebe ich dir in ein Arschloch. Kutte, hä? Wie kannst du deinen Anus schieben? Du bist ein Nichts. Wo sind deine Kollegen? In der Zelle bist du alleine, ne? Du Haufen Scheiße, du. Da kannst du deine Kutte ganz getrost in deinen Anus reinpfeffern. Ja, da würde ich auch die Fresse sein an deiner Stelle. Der hätte ich auch keine Worte. Wenn ich hier raus bin, du kannst nicht mehr in Ruhe schlafen. Ah, so ist das, Alter. Ihr habt's gehört. Ihr habt mich bedroht. Ja, alles zurück. Okay, Kollegin, ich werde mit ihm noch ein Wörtchen reden. Ihr könnt schon mal abrücken. Du wirst im Knast schmoren, du Stück Scheiße. Du wirst hier drinnen verrotten. Hast du mich gehört? Verrotten wirst du hier. Verrotten wie in ein elendiger Köter. Gefällt dir das? Hm? Guck mal, was ich esse. Sachen, die du nie wieder essen wirst. Hier, Schmatz. Hamburger. Du Haufen Dreck, du. Verrotten wirst du hier. Ja, sind sie fertig? Ja, ich bin fertig. Wir sehen uns dann.
In der Hölle. Du auf den Scheiße. Feld-AP auf anderem Niveau. Oh nein, was machen wir denn jetzt? Du Haufen Scheiße. Du bist verrotten hier drinnen. Hast du mich gehört? Du wirst hier drinnen verrotten. Deine Frau wird gerade durchgenommen zu Hause. Ganze Zeit mit der Kutte unterwegs, hä? Deine Mami wird durchgenommen im Nebenzimmer und deine Frau ebenfalls. Kümmere dich mal lieber um die. Wie sieht's denn damit aus? Du Haufen Scheiße. Ganze Zeit wie so ein Schlappsch mit der Kutte rumfahren, aber Frau wird durchgenommen zu Hause. Vom Personaltrainer. Habe ich recht? Ja. Kann er erstmal die Gefängniszelle von innen küssen, würde ich mal sagen. Wo sind denn die beschlagnahmten Autos, damit ich mit meinem neuen Baby ein bisschen rumcruisen kann? Ich weiß nicht, wo die sind. Ich denke, das Auto werden wir auch behalten, ne? Ist ja wahrscheinlich sowieso mit illegalen Mitteln, die wir auch nachweisen können. Könnt ihr den Bericht dann fertigstellen mit den Fahrzeugpapieren? Hast du die nötigen Unterlagen, um das Ganze zu fälschen? Damit wir dem Richter Beweis machen können, dass das Auto auf illegale Weise erworben wurde? Kollege, was ist denn los? Hat sie die Sprache verschlagen? Bist du gerade in Gedanken Penis am Lutschen? Oder wie kann ich das verstehen? Träumst du gerade, wie du gerade einen Penis in den Mund nimmst? Ach, du träumst davon, wie deine Mutter durchgenommen wird und du das mit der Kamera filmst? Erzähl doch nichts. Kannst du nicht ernst meinen? Ach du Scheiße, die Leute heutzutage. Seid ehrlich, ich bin provozier Weltmeister, oder? So, dann wollen wir mal. Ich hatte gerade ein Schlaggeräusch gehört. Servus, Kollege. Nee. Schlaggeräusch? Ja, alles gut. Ja. Sie können gleich den Herren da drin entfesseln, können ihn mal vielleicht ein bisschen Wasser übers Gesicht kippen, der hat ein paar Blutspuren, der ist gerade auf den Boden gefallen, der Herr. Ja, Jungs, wollen wir den Ladenraub anfahren? Natürlich. Eine saftige Tube Kokain, sagst du? Bei der Arbeit? Ja, ich würde schon eine Nase ziehen, ja. Natürlich. Auf jeden Fall mal machen. Oh, nice. Das pfeffert ja übelst rein, mein Bester. Oh, heilige Makrele. Jetzt sehe ich aber Sachen, die ich normalerweise nicht sehen sollte. Grüßt euch. Was geht hier vor sich? Wir haben drei Geiseln. Drei Geiseln? Okay. Ja. Und ich habe einen Konflikt mit ihm. Okay, ich verstehe. Okay, dann verhandeln wir. Wollen wir verhandeln? Ja. Ja. Okay. Yo, Geiseln, hört ihr mich? Geiseln? Gib mir ein Laut, wenn da Geiseln sind. Ich habe mit den Geiseln versucht zu reden, es ist keiner hinten. Hallo, was soll das denn? Hallo? Sie haben keine Geisel. Hallo! Kommen Sie an die Tür oder wir kommen mit Gewalt rein. Nein, das geht nicht. Doch, wir kommen. Anziehen sofort. Zieh dich an. Anziehen sofort. Zieh dich an. Für Sie mache ich das gerne. Könnte sein, dass mir vielleicht eine Pistole zugeschickt wurde. Okay, Herr Officer, ich erledige das. Geht zur Seite. Da ist tatsächlich Billigknarre und Messer. Ja, okay, oh, eine Geisel. Das kann ich mir jetzt aber nicht erklären, warum ein Täter einer Geisel noch, die nicht mal gefesselt war, Pistole und Messer überlässt. Herr Officer, was sagt ihr? Herr Officer, Pistole und Messer, haben Sie einen Waffenschein dafür? Ich hab. Oh, nein, bitte! Bitte! Raustragen. War das jetzt notwendig? Ja, der hat sich gewehrt. Alter, ich bin unter Koks am Anerkommen. Ich darf alles. Was ist denn los, Herr Officer? Wollte der reden, oder wie? Der Polizist, der hat zu viel gesehen, deswegen. Der hat zu viel gesehen, ich verstehe. Gute Arbeit. Da habe ich schon mal einmal in meinem Leben mit richtigen Leuten was zu tun. Messer, Funkgerät. Wir warten am besten noch auf ein Medizin. Was war das denn? War das die Leiche? Ich denke, ich hab schon, ja. Das Messer lasse ich mir schmecken. Hinterher! Nee, ich muss hier weg! Stop. Nicht töten! Wir müssen ja noch ein bisschen Spaß haben mit dem! Ey, ich mach Spaß, ich liebe euch! Bleib stehen, sonst müssen wir schießen! Nicht schießen! Bleib stehen! Nur auf Körper schießen! So, stehen bleiben! Nein, ich mach das mit! Bleib stehen! Mach Spaß! Herr Officer, verprügel ihn! Bleib stehen! Sofort stehen bleiben! Schießt auf den Körper. Sonst muss ich mein Messer in deine Rippen rammeln, das will ich nicht. Stehen bleiben. Saubere Arbeit. Schmeiß sie in den Müll und dann ziehen wir ab. Das ist unser Hauptquartier. Oh. Oi. Was ist ein Baby? Was haben sich denn da zusammengebastelt? Was sollte das, du Stück Scheiße? Ah! Ja, willst du meinen goldenen Taser mal zu spielen bekommen? Oh, verdammte Scheiße, Mann. Was habt ihr mit dem gemacht, Mann? Er wusste schon sowieso zu viel. Ihr habt den ja richtig hart in den Mangel genommen. Oh. Da funkt man LCD hier hinten, oder wie? Immer nur die beste Qualität. Mhm. Nice. So, dann wollen wir mal. Sofort stehen bleiben. Einmal rechts. Sofort stehen bleiben. Bleiben sofort. Hallo, was los? Warum sind die auf freiem Fuß? Sofort festnehmen. Nein. Sofort festnehmen. Ich wurde von... Hallo, nein. Sofort festnehmen. Hallo, was ist denn passiert? Ich kann mich da nicht mehr erinnern.
Ah, rede keine Scheiße. Ja, festnehmen. Sag mal, jetzt reiz mir aber! Warte mal, warte, bring den mal zum Lagerfeuer. Das wird, wir machen uns kurz und schmerzlos, komm mit. Ey, bitte nicht, ich liebe euch auch! Bitte, ich mach alles, was ihr wollt. Aufs Lagerfeuer. Warte mal kurz! Ey, wir sind in den Weg! Wir sind in den Weg! Du Stück Dreck, du. Lassen Sie ihn. Wir gehen zum Lager. Verdammte Scheiße. Herr Officer am Boden! Täter hat Officer gnadenlos abgestochen! Hol sofort den Medic. Warum machst du sowas? Warum tötest du denn, Herr Officer? Wir brauchen schnell einen Medic. Hier hat ein Rothaariger einen Beamten von uns einfach abgestochen. Ey, der lügt! Oh! Hä? Der Kollege ist flöten gegangen. Ach, du grüne Neune. Ich glaube, das war ein Täter zu viel, würde ich mal sagen. Hey, Jungs, mach einen Abflug. Wir haben einen Bewusstlosen hier. Wir müssen erstmal hier helfen. Ich hab versehentlich den Kollegen abgestochen, aber wir schieben das alles auf den Rothaarigen. Kann mir jemand ein Fahrzeug stellen? Nein. Ein Fahrzeug? Ist ja gar kein Problem. Warte, wo brauchst du das? Wo brauchst du noch das Fahrzeug? Ja, am besten hier. Ja, bitteschön. Oh oh, Kollegen. Ich glaube, das wird gesehen. Ich glaube, das müssen Das wird gesehen. Ich glaube. Schnell. Ich glaube, das müssen wir beseitigen, Jungs. Herr Officer? Jo, habt ihr alles im Griff? Ja, ja, alles ja im Griff. Wir haben alles im Griff. Ey, was hast du so gemacht gerade? Wir waren gerade oben. Hast du die Situation gerade nicht beobachtet? Nein. Okay, das trifft sich gut. Der Kollege hat dir einfach gnadenlos versucht, den Office abzustechen. Oh, ach verdammte so, Scheiße, was geht denn da vor sich? Alter. Ich glaube, da gibt's ein deftiges Lagerfeuer. Wer bist du denn? Weg mit dir. Oh, verdammte Wege. Scheiße. Damit habe ich ganz. Das ist ja mal ein Lagerfeuer, Herr Officer. Was sagen Sie? Das ist ja mal ein deftiges Lagerfeuer. Das ist aber ein Lagerfeuer vom Allerfeinsten. Boah, dem sein Fleisch, das schmeckt richtig gut. Ey, der, ja. Arsch! Der lässt sich ausnahmsweise diesmal wirklich was anbrennen. Ihr verbrennt mich einfach, ja, aber was denkst du denn, Alter? Also Jungs, so eine Aktion möchte ich hier aber nicht nochmal sehen. Das war hier ganz gefährlich. Hans, was? Du hast den Falschen getroffen. Was möchte man nicht sehen? Na, natürlich, Chef, das muss natürlich in Zukunft anders ablaufen. Das tut mir natürlich leid. Hey, ist Angel, sofort alle die Hände hoch! Sofort alle die Hände hoch! Alle Male Hände hoch! Alle Hände hoch! Alle fesseln! Du auch! Auf die Seite! Alle auf den Boden! Kollegen, was? Fangt an, sie zu fesseln! Funkgerät wird abgenommen. Warum werden meine Bitcoins abgenommen? Ah, oh, verdammt, mein Funkgerät hat meine Waffe betätigt. Der hat ebenfalls ein Pusher-Handy. Pusher-Handys darf man doch, hä? Was sagst du? Was sagst du, kleiner Lümmel? Was ist denn da los? Wer bist denn du? Oh, der hat eine 50er-Kaliber. Wer bist denn du? Sehr kriminell. Ich mach das Auto. Also, ja, okay. Ja, alles gut, der kann das Auto ja ein bisschen putzen. Was macht der Herr denn hier? Der putzt unser Auto. Tatverdammt. Was machen Sie? Aber du kriegst dafür kein Geld, ne? Wir haben kein Geld für dich. Für mich? Ja. Oh, danke schön. Nein, kein Geld bekommst du, sagt dich. Das ist genau das. Egal. Okay, $1, ja? $1 bekommst du. Ich habe eine leichte Vermutung. Okay, $1. Jungs, der hat einen Taser, eine 50er Kaliber. Alles abnehmen. Was ist denn los bei euch? Wir sind bei unserem Clubhaus. Wir trinken entspannt ein Bierchen. Du hältst die Fresse, du hast Funkstille, mein Bester. Ich funk doch gar nicht. Oh, Mann. Irgendwie habe ich ein bisschen Mitleid, aber... Der Kollege hat 150 Bitcoins, der Typ, der hat ziemlich gut was vor damit. Bitcoins, ja, die könnte ich gut gebrauchen. Ich schwöre bei Gott, die Bitcoins kann man nicht abnehmen. Stehen bleiben! Ich schwöre bei Gott, nichts nehmen das. Was nicht? Bitcoins sofort beschlagnahmt! Okay. Illegale Mittel! Okay, wir sehen uns. Kein illegales Mittel. Nächstes Mal, wir sehen uns. Ja, eine Sprite bekomme ich auch. Kein Problem. Was willst du? Hier, guck mal, was ich jetzt mache. Hier, ich trinke deine Sprite. Okay. Noch eine! Nice! Die Fresse jetzt, du hast mich gehört? Der Weiße, so, entferne dich hier. Noch weitere Familienmitglieder von euch. Euro. Komm mit. Mein Bester, heute ist dein Glückstag. Was denn? Ich geb dir jetzt 183 Bitcoins. Bitteschön. Ab heute bist du Milliardär. Viel Spaß. Die Bitcoins habe ich von dem Typen da mit dem Totenhelm. Geh mal jetzt zu ihm und sag, ich habe deine 100 Bitcoins, ich bin Millionär dies. Das reibt ihm das mal unter die Nase, der mit dem Totenkopf vor dir. Für deine Bitcoins, 183 Bitcoins. Warte, Dankeschön. Warte, sonst lass ich versuchen. Dankeschön, ich kann mich sehr nicht gut, umdrehen. Du schmeckst lecker, du. Ja, ich glaube, der ist dankbar, Totenkopf. Du hast eine gute Tat vollbracht. Du hast doch deine Bitcoins. Nein, ja, Abflug. Doch. Oh, ein Moment mal. Ich will meine Bitcoins wieder. Flüchtige haben versucht, mir meine Bitcoins zu klauen. Die werden beschlagnahmt, 183 Bitcoins, habe ich mir gedacht. Werden sofort beschlagnahmt. Alter, ich mache so viele asoziale Sachen gerade. Fühlt sich böse an, was ich gerade mache, oder?
Für meine Waffen wieder haben, ich habe einen Waffenschein, Mann. Das Einzige, was du bekommst, ist ein Penis in den Mund. Ja, von deiner Mama vielleicht, ne? Ja, ich weiß zwar nicht, in welcher Welt du lebst, aber anscheinend hat deine Mutter einen Penis, weil du das selber zu mir sagst. Wir kommen oben vom Clubhaus, fahren in die Stadt, ihr kommt aus der Stadt, fahrt uns direkt an. Hör mal zu deiner, du Pappnase. Du brauchst mich hier auch nicht jetzt irgendwie Dein Kollege ist im Knast. Ich weiß nicht, ob der immer noch im Knast ist, aber er hat uns bedroht. Er hat zu mir gesagt, dass seine Kollegen, seine Familie uns jagen wird. Der Grund, warum wir vorhin im Knast gelandet sind, der ist auch komplett gar nicht gegeben. Es wurde im Nachhinein, als wir draußen waren, noch geklärt, dass es gar kein Achso, du warst eben im Knast? Wie bitte? Ich war auch mit im Knast, ja genau. Warst du denn im Knast, der die ganze Zeit leise war? Ja, ja, genau. Okay, sofort abführen. Komm, es wurde entschieden, dass ich nicht rechtlich im Knast war. Tut mir leid. Du hast nicht mal einen Anwalt, du Idiot. Was redest du? Ja, dann bin ich jetzt ein Anwalt. Ja, okay, okay. Er hat seinen Anwalt. Ja, okay, komm. Ja. Anwalt, was sagst du dazu? Ja, habt ihr Beweise, habt ihr Videobeweis? Im Knast gibt's so, Kameras. Einmal bitte vorzeigen. Ja, wir haben Beweise. Wir waren drei Zeugen, die bezeugen können, dass er ein Kilo Koks dabei hatte. Was war denn mit der Bedrohung? Wo sind deine Leute? Hm? Wo sind denn eure Leute? Auf den Scheiß seid ihr. Ich pisse auf eure Kutten. Du Hund! Ich hab gesagt, was genau. Mein Helm? Okay. Nichts reden so, rede normal. Den nehmen wir mit. Bleib stehen! Stehen bleiben. Hände hoch. Guck mich an. Maske ausziehen. Hände hoch. Maske ausziehen. Die Maske aus. Letzte Warnung. Sagst, Maske ausziehen, letzte normal. Warnung. Maske ausziehen, sofort. Alter, was bist du denn für ein Vogel, Alter? Wir nehmen den mit. Hast du zu viel Spider-Man geguckt, was ist da los? Nehmen sie fest jetzt. Okay, nehmen wir fest. Abführen. Kollege, ich würde sagen, lass abrücken. Wir rücken ab. Ist das der Kollege Spider-Man? Ja, ja, das ist der Kollege, der hier so frech war. Ich verstehe. So, Kollege. Aufs Bett legen sofort. Sie kriegen eine spezielle Behandlung hier von uns. Leg dich aufs Bett. Ich glaube, der Kollege dreht durch. Jungs, ich glaube. Hast du was zu trinken? Essen? Nein. Digga, gib ein bisschen Heroin oder Drogen, so, ich bin besser. Gib dir mal eine Ladung Koks. Lass dir mal ein bisschen mit Drogen vollpumpen. Haben wir was da? Ja, gib dir mal Koks, lass dir mal so lange an Koks schnüffeln, bis er krepiert. Ich hab aber nichts da. Jungs, hat jemand Koks? Fuck mal durch, wir brauchen Koks. Hier liegen 5 Gramm Koks. Ich pump dir jetzt mit Koks voll. Ich geb dir jetzt Koks, du wirst alles durch die Nase ziehen. Nein, ich wollte nichts Koks. Koks durch die Nase ziehen sofort. Warum? Zieh durch die Nase! Nein, zieh durch die Nase! Ich bin keine Narko, Digga! Zieh durch die Nase! Sonst zieh das sofort jetzt, verdammte Scheiße, sonst hast du eine Kugel im Kopf. Nein. Sofort durch die Nase ziehen, sonst stirbst du. Was ist das? Was ist das für Polizei, was gibt Drogen zu Zieh durch die Nase das Koks, bis du krepierst. Wir wollen dich abhängig machen mit dem Stoff. Zieh jetzt durch die Nase. Weg. Warum? Verdammte Scheiße, dieses Koks durch die Nase ziehen. Ich habe eine Nase gezogen, verdammte Scheiße. Zieh durch die Nase, verdammte Scheiße. Alter, ich bin gerade voll unter Drogen, ich werde dich abknallen. Okay, ich scheiß drauf, ich werde den jetzt abstechen, wenn er das nicht durch die Nase zieht. Warte. Ziehst du durch die Nase? Zieh durch die Nase, zieh jetzt durch die Nase. Ja, Vlado. Hast du? Ja. Du hast Waffen, du hast jetzt diese Polizei, jetzt bist du Gangster oder was? Okay, wir machen so, wenn du bist so stark, wir kämpfen 1-1 und dann, wer gewinnt, geht draußen, okay? Okay, das machen wir. So, dann komm mit. Bin ich in Position? Ich mache sogar meine Haare auf für dich. Seid ihr bereit? Bringt den weg. Kollege. Ja. Falls du merkst, dass ich Kassier schieß. So. Bist du bereit? Bring dich in Position. Du kannst einen Startschuss geben, ja? Okay, seid ihr beide ready? Ich bin ready. Ja. Alles klar, 3, 2, 1, rauf auf die Olga. Let's go! Was ist denn los, hä? Was ist denn los? Was? Zack, kriegst du eine links, rechts. Zack, kriegst du noch eine. Aber oh, nicht schlecht, aber es war leider in die falsche Richtung, mein Bester. Hä, was ist denn los? Komm mal her, Komm, schlag da! Oh, nicht schlecht! Oh, verdammte Scheiße! Zack, kriegst du eine auf drübe! Zack, kriegst du noch eine! Zack, noch eine! Hä, was ist denn los, Kollege? Zack, kriegst du erstmal einen Mike Tyson! Komm her! Zack! Was ist denn los, Kollege? Wirkt das Koks nicht oder was ist denn los? Was ist denn los? Wo ist denn der Wladimir? Hä, was ist denn los? Kommt da noch was? Oh, ich glaube, der Kollege hat Nackenschmerzen.
Da merkt man, dass ich zur Elite der Polizei gehöre. Natürlich, mein Bestes, natürlich. Ich habe mich umsonst für den Präsidenten gedient. So. Holen wir den Mediziner? Oder lassen wir den einfach hier krepieren? Ich glaube, ach, scheiß drauf, scheiß, ich schmeiß den in den Müll. Ja, der liegt schon neben dran, das passt ja, schon. Ja, ja, passt schon, ich schmeiß den hier rein. Was denn, lass mein Messer? Hast du mir das Meißchen eingelegt? Ich möchte dir nur mal am Rande angemerkt haben, ihr seid hervorragende Arbeitskollegen. Hatte ich lange nicht sowas. Leute, die ihre Arbeit so mit Bravour einfach ausführen, da möchte ich auf jeden Fall Props rausgeben. Danke, danke. Was hat nicht diese Weed Farm hier? Macht ihr ja auch Weed anpflanzen oder wie? Das ist medizinisches Ah, ich verstehe. Marihuana. Ah, diese medizinische. Das brauchen wir vor jedem Einsatz. Ja, ja, Hans, ich verstehe. Ja? Üben Sie es nochmal mit Ihrem Funkgerät, bitte. Was denn mit dem Funkgerät? Holen Sie mal Ihr Funkgerät raus. Ja? Aber bitte keine Waffe in der Hand haben, ja? Bevor Sie wieder ein bisschen schießen. Ja, sehen Sie, da ist schon der Fehler. Ja, ich verstehe. Hä, wo ist denn der Kollege? Ist er schlafen? Der war doch eben im Müll. Das Hauptquartier wurde entdeckt! Sofort stehen bleiben! Da ist noch eine Person. Das Hauptquartier muss geheim bleiben! Links! Eliminieren! Links sofort! Bleiben. Sofort! Tot, tot, beide tot. Saubere Arbeit, Herr Officer. Das hätte mit einer Katastrophe enden können. Ach so. Ich verstehe. Da wollte wohl jemand seinen Kollegen rausstibitzen. Wir nehmen die mit und dann versenken wir die im Wasser, ja? So, Kollegen. Hans, komm, wir sind da. Wir sind da? Ich verstehe. Jungs, nochmal zum Mitschreiben. Wir machen hier nicht 100% RP. Am besten ist mir klar. Wir machen ein bisschen Spaß. Wir machen eine Kombination aus 50% RP und eine kleine Gewürz von ein bisschen locker, weißt du? Ihr wollt die Leiche verbuddeln oder wie? Ich würde hier vorne machen, hier werden sowieso Häuser gebaut, dann wird man die Leiche niemals finden. Kann man jemand im Staat anrufen und nachfragen, wann die Häuser, diese Häuser gebaut werden? Sofort stehen bleiben. Ich habe aus heiterem Himmel gehört, ihr braucht eine Abholung. Bitteschön. Okay, steig ein, Herr Officer. Kann ich mehr. Viel Spaß bei meinem Besser. Ist Platz für einer. Haben wir gleich. Danke dir. Das ist mein Vorbild, ich liebe dich. Ich. Geht das denn so? Kriegen sie das hin? Natürlich. Alles klar. Ey, yo, Mann! Alter, das ist der von gerade, lass ihn umschießen. Bitte! So. Nicht mich, nein! Ich fahr mal in die Stadt. Das geht ja sofort die Pistole weg, sonst wäre ich unangenehm. Hey, ich will mir deine Eier, Mann. Sofort die Pistole weg, sonst wäre ich unangenehm, ja? Nimm mal aus dem Geisel, bitte. Ihr nehmt hier niemanden als Geisel, meiner Stadt, habt ihr das gehört? Okay, hinterher. Hey, sofort stehen bleiben. Warum versuchst du denn Leute als Geisel zu nehmen? Am Dogo, shit. Waffe? Hat jemand gesagt, dass du Waffe rausnehmen darfst? Was ist da los? Ich hab dir doch reingeguckt. Ey, was ist dein Problem, Officer, Mann? Was soll das? Warum nur die Leute als Geisel? Sofort alle aussteigen, Endo. Haben wir nicht. Hast du einen Beweis? Nein, alle vor mir aufstellen! Ey, was du hast? Bleib stehen! Ja, okay, Mann. Oh shit, Mann! Oh ey! Oh. Bleib stehen! Alle fesseln! Ja, Mann. Rück jetzt von mir! Waffe weg, du Hunde! Warum holt ihr die Waffen raus? Scheiße. Ich durchsuch den kurz! Einfach so vorher zu sehen. Sofort stehen bleiben! Wo machst du das Auto? Hä? Wo machst du das Auto? Ich hab's geklaut. Geklaut? Hier ist deine Bestrafung. Ich glaube, da hat jemand die Maske geküsst. Oh. Zwischen die Eier. Ich glaube, das war nicht so gesund. Ich auch nicht. Loser. Ey, du Pissnelke. Gehörst du nicht zu der Gang? Von Evan? Rein. In den Waffenladen, rein mit dir. Wobei, steig bei mir ein. Ich steig ein. Also bist du tot, was sonst? Diese Fragen immer. Wo sind deine Kollegen? Irgendwo Southside, ich habe aber kein Handy, ich kann nicht anrufen. Okay, ich werde dir aussteigen. Komm mit. Komm zu mir, du Amjuk. Komm mit, sonst knall ich dich ab. Also. Die Durst. Ach, scheiß auf den Server, Mann, geil. Okay.